Ich habe die Patientin zum MRT gebracht, ne? Perfekt, wunderbar. Ich habe jetzt gerade einen Notfall bekommen. Okay. Vielleicht willst du helfen oder wie das machen? Rudolf, mein Name. Es geht um meine Tochter. Sie hat mich angerufen, die Chiara Rudolf. Sie ist heute eingeliefert. Richtig. Ich habe gerade hier das Protokoll, das Übergabeprotokoll. Hatte schon ein bisschen gesprochen hier und wollte jetzt gerade gucken. Sie ist Ihre Tochter. Ist meine Tochter. Was ist denn passiert? Ja, wollte ich jetzt mal rausfinden. Ne? Wir können mal zusammen reingehen. Vielleicht gehen Sie am besten mit. Guten Tag, Frau Rudolf. Mein Name ist Sattler. Ich habe Dienst heute hier. Über den Rettungswagen wurde uns heute die junge Chiara Rudolf vorgestellt. Die muss irgendwie ein Unfallgeschehen hinter sich gehabt haben. Hauptbeschwerden wurden beschrieben durch die Rettungssanitäter im Bereich des linken Fußes, der rechten Schulter. Und es muss auch zu leichteren Weichteilverletzungen im Bereich beider Hände gekommen sein. Aber es ist alles gut, Mama. Mach dir wirklich keine Gedanken. Ich bin so in meinem Studium vertieft. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Keine Gedanken. Wie liegst du denn da? Wir waren noch verabredet. Mensch, wir wollten noch heute zusammen frühstücken mit der Oma. Das ist nichts Schlimmes. Ich bin nur umgeknickt. Das waren schon multiple Verletzungen, wo ich das Gefühl hatte, so ein einfaches Umknicken wird es schon nicht gewesen sein. Und neben dem medizinischen Sachverhalten kam tatsächlich Spannung in den Fall, als ich dann beim Rettungsprotokoll lesen musste, dass der Unfall auf einem Industriegelände stattgefunden hat. Und da kam direkt die Mutter ins Spiel. Industriegebiet? Ja. Was machst du denn im Industriegebiet? Ich habe meine Audioaufnahmen von der Uni gehört und da habe ich mich irgendwie verlaufen und keine Ahnung. Lärm war doch heute gar nicht die Rede. Mensch, du warst doch eigentlich verabredet heute mit deinem neuen WG-Mitbewohner, wo ihr euch heute treffen wolltet. Nee. Also irgendwas stimmt da doch nicht. Die junge Frau Rudolf, die war so ziemlich außer Spur. Also die war irgendwie völlig durcheinander, hat zwar Frage und Antwort gegeben, aber irgendwie passte alles nicht wirklich zusammen. An den Handgelenken der Studentin mussten zudem Schnittwunden versorgt werden, die laut Rettungsdienst von einem Messerangriff stammen könnten. Und auch die Untersuchung von Chiaras Fuß befeuert alsbald die Annahme, dass die junge Frau den wahren Unfallhergang zu vertuschen sucht. Das geht aber, oder? Ja. Weil die ja gesagt haben, umgeklinkt, da würde man ja eher so das Sprunggelenk vermuten. Der Hauptbefund im Bereich des Fußes war tatsächlich über dem Fuß selber. Ich hatte eher damit gerechnet, dass es im Bereich des Sprunggelenkes war, weil die Patientin ja angegeben hatte, sie wäre umgeknickt. Also das passte für mich nicht ganz zusammen. Und die Schulterverletzung muss man sich natürlich sehr genau anschauen. Und ich hatte natürlich hier den Frakturverdacht durch das große Hämatom, den großen Bluterguss. Und insofern müssten wir eine Röntgendarstellung der beiden Gelenke anfertigen, um da Klarheit zu schaffen. Ohnmächtig waren Sie aber nicht bei dem Sturz, oder? Ich bitte mein Handy haben. Das Handy ist wichtiger. So ganz bei der Sache sind Sie nicht, Frau Rudolf, ne? Handy? Warum willst du jetzt ausgerechnet dein Handy haben? Du bist krank, verletzt. Du kannst doch jetzt nicht telefonieren, Mädchen. Doch. Ich muss wegen der Uni, ich habe so einen Stress. Jetzt lass mal die Uni sein, jetzt wirst du erstmal behandelt und dann gehen wir weiter. Die Patientin war jetzt gar nicht so richtig bei der Sache, hatte ich das Gefühl. Irgendwas schien sie zu belasten und Pfleger Thomas machte auch irgendwo da einen Schrank zu und da reagierte sie sehr erschrocken. Sie war, im Endeffekt hatte sie richtig Angst, so hatte ich das Gefühl. Also insofern war mir schon klar, dass, was die private Situation betraf, bei meiner Patientin hier irgendwas im Argen lag. Während der Fuß und die Schulter der Patientin geröntgt werden, sucht ihre besorgte Mutter das Gespräch mit Schwester Anna. Die 49-Jährige hegt nämlich inzwischen einen Verdacht, wer oder was hinter den Verletzungen ihrer Tochter steckt. Das liegt bestimmt an diesem komischen Tim, dass da irgendwie alles schiefgelaufen ist. Also ich glaube das nicht. Tim? Ja, Tim ist ein ehemaliger Mitbewohner von der WG, wo meine Tochter wohnt. Und den hat sie halt rausgeschmissen. Oh, es klingelt. Ich geh mal eben ganz schnell dran. Was ist denn da, Tim? Voll der aggressive Typ. Hallo? Ich habe einmal darüber nachgedacht, was dieser Rausschmiss bedeutet. Hören Sie mal. Wie soll ich das meinen Eltern erklären? Wie der redet? Voll aggressiv, der Typ. Einfach nur und hör jetzt einfach auf, um zu zicken. Du hörst mir jetzt einfach mal zu, okay? Jetzt mal halblang, ja, Junge? Hier ist nicht die Chiara, sondern hier ist die Mama von der Chiara. Und du brüllst mich nicht in diesem Ton hier am Telefon an. Haben wir uns verstanden, Freundchen? Ja, jetzt hat er aufgelegt. Also der ist ja nicht ganz frisch. Also, nee. Aber sehr aggressiv, ne? Ja, Hammer. Dem traue ich alles Mögliche zu. Also, der hat ihm ja auch Rache geschworen, nachdem sie ihn rausgeschmissen hatte, hat monatelang seine Miete nicht gezahlt. Ich kann die Sorgen von der Frau Rudolf sehr, sehr gut nachvollziehen. Ihre Tochter lag schwer verletzt hier bei uns in der Klinik.
Ja, sie hatte einen Unfall, wollte nicht mit der Wahrheit rausrücken, was passiert ist. Dazu kam ein Anruf von ihrem Ex-Mitbewohner, der ihr dann gedroht hat und sehr aggressiv am Telefon war. Dass da was im Argen war, war absolut klar. Ob Chiara von ihrem rachsüchtigen Ex-Mitbewohner etwas angetan wurde oder ihr Unfall einen anderen Hintergrund hat, bleibt offen. Allerdings muss die Studentin die wahre Ursache für ihre Fußverletzung wegen der vorliegenden Röntgenergebnisse alsbald eingestehen. Frau Rudolf, ich würde Ihnen jetzt gerne auf dem Bildschirm mal praktisch erklären, was wir geröntgt haben und was rausgekommen ist. Ja, ist das okay? Also hier sehen Sie natürlich Ihren Fuß hier, das ist der linke Fuß. Und hier sehen Sie eine sogenannte Basisfraktur. Hier sehen Sie ja auch, wie dieser Spalt da durchgeht. Und auf jeden Fall ist der Knochen, ist keine schlimme Fraktur, aber es ist auf jeden Fall gebrochen. Ne? Und wir müssen auch den Fuß ruhig stellen. Wir würden das jetzt versuchen ohne Operation. Und dann haben wir auf dem zweiten Bildschirm Ihre rechte Schulter hier. Hier sehen Sie den Oberarm, hier sehen Sie die Oberarmkugel. Und hier sehen Sie auch, dass praktisch hier so ein Fragment raussteht. Das ist auch eine Fraktur von der Oberarmkugel, vom Oberarmkopf. Ja, also das sind schon zwei Verletzungen, da muss es schon einen kräftigen Unfall gegeben haben. Ein Umknicken reicht da nicht. Verletzungen, das kann doch nicht sein, Kind. Du verheimlichst mir was und erzählst immer irgendwas vom Lernen die ganze Zeit. Jetzt mal Butter bei der Fische, jetzt sag doch mal, was ist passiert und sag doch mal wirklich was. Ich mach mir doch auch Sorgen. Gut, mir ist ein Auto über den Fuß gefahren und dann wird mir schwindelig, dann bin ich umgefallen. Was denn für ein Auto? Mama, keine Ahnung, der kann auf jeden Fall nichts dafür. Ich bin einfach davor gefallen, vor das Auto und ist in mir drüber gefahren. Es ist alles gut, wirklich. Es ist nicht alles gut, ich sehe, dass es nicht. Vielleicht können wir das gleich mal klären. Wir haben jetzt doch tatsächlich ja mehrere Verletzungen. Hallo, hi. Das habe ich gerade noch vom Rettungsdienst bekommen. Das sind noch ein paar persönliche Sachen von der Patientin. Okay. Kann ich euch das mal gerade geben? Hier der Anna, ja. Dann können wir mal gucken, was das ist hier. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall der zweite Schuh. Das ist der zweite, ja, den kennen wir ja. Ist über den Fuß gefahren, ne? Ja. Okay, aber das sind nicht Ihre Schuhe, ne? Die sind ein bisschen groß für Sie. Sind das Ihre Sneakers noch hier drin? Haben die sich vertan? Sind das Ihre? Chiara, sind das deine Schuhe? Das ist nicht mehr. Kann doch nicht sein, das ist ja gar nicht Ihre Schuhgröße. Ja. Dann können wir das ja dann klären. Auf jeden Fall ist das Ihre Tüte und der Rettungssanitäter hat die mitgegeben. Aber das klären wir später. Wir machen jetzt erstmal hier die medizinischen Sachen. Doch noch bevor Chiaras Knochenbrüche behandelt werden können, lauert ihr förmlich ein Mann mit schwarzer Jacke und Sneakern auf. Der vermeintliche Besucher der Klinik wartet offenbar nur auf eine Gelegenheit, um unter vier Augen mit der 22-Jährigen zu reden. Frau Rudolf? Ja. Könnten Sie mal bitte kommen? Ja, na. So, was geht's denn? Ich bräuchte von Ihrer Tochter noch die Krankenkassenkarte. Ich habe ihr alle Unterlagen. Ja, klar. Du bist jetzt ruhig, habe ich gesagt. Hast du es verstanden? Lass mich in Ruhe. Hör zu, hör mir ganz genau zu, was wir jetzt machen. Lass mich in Ruhe. Ist in Ordnung. Wir sind quitt, du hast mein Auto zerkratzt. Also Foto, Auto zerkratzt? Sie sind wer? Kann ich kurz mit dir reden? Ist das okay? Ja, also. Nee, was ist denn hier los? Das hier ist gar nichts los. Alles okay. Alles okay. Bitte geh einfach. Ich hab gesagt, wir sind quitt, bitte. Fuß gefahren? Oder ist das so eine Sache von Tim, dass er ihn angeheuert hat, dir über den Fuß zu fahren? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn sie vielleicht. Lässt du mich durch, bitte? Nee, hey, was heißt hier du? Lass mich durch, hab ich gesagt. Ich hab keine Lust, mit dir zu unterhalten. Gar nicht. Ja, ja. Nee, du bleibst jetzt mal schon hier. Ich will wissen, was mit meiner Tochter ist. Nichts ist los. Hey, jetzt hier. Die Polizei. Mein okay. Gott, ey. Ich nehme sie mal mit. Ist okay. Ich habe Schmerzen auch im Handgelenk. Fahr du sie ruhig. Ganz ruhig, ich bringe sie Wer ist dieser Typ, Mensch? Komm erst mal rein. Ja, wir gucken mal, das sieht ja nicht so gut aus. Mutter Silke lässt keine Ruhe, womit ihre Tochter von dem dubiosen Mann eingeschüchtert wurde und woher die zwei sich überhaupt kennen. Zunächst muss Dr. Sattler aber klären, wie schwer die 49-Jährige verletzt wurde. Ja, da ist das Nagelbett so ein bisschen eingerissen. Das kriegen wir mit dem Pflasterverband den hin. Ja. Und mit dem Handgelenk sind sie auch angeschlagen, ja, oder? Ja, der hat mich voll gegen die Tür geschlagen, dieser Idiot. Ich weiß gar nicht, wie das richtig tut. Richtig, den Bluterguss, okay. Müssen wir auch noch mal reinschauen. Das war schon ordentlicher Aufprall. Ja, ja. Wir machen gleich den Pflasterverband drauf. Und dann werden wir auf jeden Fall noch mal ein Röntgenbild machen vom Handgelenk. Ob das Handgelenk gebrochen ist und um wen es sich bei dem gewalttätigen Mann handeln mag, soll Silke nach der Rückkehr von der bildgebenden Untersuchung erfahren. Dass sogar ihre Mama durch Chiaras Heimlichkeiten in Gefahr geraten ist, gibt der Tochter langsam zu denken. So, hi. Und bitte
bitte in derselben Reihenfolge wieder festziehen, ne? Nicht irgendwie andersrum oder so. Hab mir gerade Ihr Röntgenbild hier angeguckt vom Handgelenk. Das ist soweit in Ordnung, da ist nichts gebrochen. Frau Silke Rudolph hatte sich eine leichte Stauchung, eine Prellung zugezogen, die man letztendlich mit kurzzeitiger Ruhigstellung und Kühlung schnell in den Griff kriegen sollte. Und jetzt ging es letztendlich um die weitere Versorgung von unserer Patientin Chiara Rudolph. Und da stand ja immer noch dieses private Umfeld im Raum. Die Schulter ist jetzt ruhig gestellt, der linke Fuß ist ruhig gestellt und das Ganze wird natürlich jetzt einige Wochen dauern. Ja? Jetzt haben wir das Medizinische erstmal abgearbeitet, aber das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Der Unfallhergang ist unklar, dann ist die Mama irgendwie hier angegriffen worden von einem jungen Mann. Jetzt sag doch noch mal, was los ist. Mama. Was ist passiert? Eigentlich wäre es jetzt mal Zeit, dass Sie was sagen. Ja, Mama, die Schuhe, die die Schwester ins Zimmer gebracht hat, weißt du, diese Männerschuhe. Ja, diese großen. Ja, genau, die wollte ich teurer verkaufen, hab sie von diesem Fabio gekauft. Und das waren einfach Fakes. Ich dachte, das wären Designerschuhe und ich wollte damit Geld machen. Geld machen? Du hast doch genug Geld. Ja, ich hab das Geld, das ist halt weg, weißt du, das, was Oma mir gegeben hat. Alles, komplett. Ja, das ist alles weg und ich wollte das wieder reinholen mit dem Kauf von den Schuhen und Verkauf im Netz. Es gibt ja anscheinend wohl so einen Markt, wo man Turnschuhe, die besonders sind, weil sie selten sind oder von Stars getragen sind, für richtig teures Geld kaufen kann. Ich kann sowas überhaupt nicht nachvollziehen. Also Schuhe müssen passen, müssen bequem sein und müssen mich von A nach B bringen. Wahnsinn. Und diesen Fabio kannte ich ja nur aus dem Internet. Ich konnte ja nicht wissen, dass das Fakes sind. Und dann hat er mich mit dem Messer angegriffen und ich wollte ihn aufhalten. Dann ist er mir einfach über den Fuß gefahren. Was für ein furchtbarer Mensch. Oh, das tut mir so leid. Aber warum hat er Sie direkt angegriffen? Wollten Sie den zur Rede stellen, oder? Ja, natürlich. So. Ich habe ihn dahin gelockt ins Industriegebiet, um so zu tun, als ob ich noch mal Schuhe kaufen wollen würde. Aber dabei wollte ich ihn einfach nur zur Rede stellen und mein Geld zurückhaben. Nachdem die Chiara Rudolph uns alles erzählt hat, also wirklich alles, konnte man auch irgendwo verstehen, was dieser junge Mann eigentlich in der Notaufnahme wollte. Also er war derjenige, der ihr über den Fuß gefahren ist. Sein Auto hatte wohl auch einen leichten Schaden und er wollte ihr mit dem Foto vom Auto und mit der ganzen Situation Angst machen und sie einschüchtern. Ich denke mal im Endeffekt nur, damit sie einfach nicht plaudert und ihn verpfeift. Das kriegen wir schon in den Griff, ne Spatz? Das kriegen wir schon hin. Und mit diesem Herrn Fabio, das müssen Sie ja dann klären, das ist ja Privatsache. Im Prinzip ist es ja Körperverletzung, was hier vorliegt. Er hat sie angegriffen. Chiaras Brüche an Fuß und Schulter verheilten komplikationslos. Ihre Geschäftsidee hat die Studentin infolge der schlimmen Ereignisse aber aufgegeben. Stattdessen jobbt die 22-Jährige in einer Boutique. Betrüger Fabio musste sich wegen Körperverletzung und illegalen Handels mit gefälschten Designerschuhen vor Gericht verantworten.